Hallo, willkommen zu M kurz hier bei 3x M. Ja, nach diesem politischen Paukenschlag in Österreich mit dem Video über Herrn Strache, seinem Rücktritt, der Ankündigung von Neuwahlen und so weiter, da muss man sich auch mal die Frage stellen, wer kann denn hinter dieser Videofalle stecken? Das Video ist circa 2 Jahre alt, wurde damals vor der österreichischen Wahl gemacht und soweit bekannt ist und was ich gelesen habe, es wurde von langer Hand vorbereitet. Da wurde über ein halbes Jahr lang sich akribisch das Vertrauen gewisser Personen erschlichen, um so an Herrn Strache heranzukommen und diese Falle zu stellen. Auf YouTube habe ich jetzt schon manches gesehen und anderswo auch gelesen. Da werden wieder die Geheimdienste ausgegraben. Tja, ich muss es so sagen, Verschwörungstheorien, dass die Geheimdienste dahinter stecken und finstere Mächte hier und was weiß ich. Das ist nicht meine Welt. Ich gehe da ganz nüchtern dran. Ich mag es nicht, wenn bei großen Ereignissen, ob jetzt politisch oder was weiß ich, wenn da sofort wieder irgendwelche Untergrund, finstere Mächte, Geheimdienstaktionen vermutet werden. Das ist mir einfach, Freunde, das passt nicht. Wenn man sich ein bisschen überlegt, das passt nicht. Die Gefahr, dass das herauskommt und der Schaden, der dann für Staat, Geheimdienst und überhaupt entsteht, ist viel zu groß, wenn sich da bei solchen politischen Dingen die Geheimdienste einmischen, meiner Meinung nach. Und meine Meinung muss ja weder richtig noch falsch sein, ist folgende dazu. Es ist eine Aktion von Personen, die links verordnet sind. Ob es jetzt eine Organisation ist oder einzelne Personen, sei dahingestellt. Aber ich vermute mal, es ist sowas, ja, die Antifa zum Beispiel, das ist eine ja, radikale, gewalttätige Organisation, die sich links verordnet, die gegen andere Meinungen vorgeht, eben mit Gewalt. Und hier haben wir eine Organisation, die ich auch links vermute, die eben einen anderen Weg geht, eben eine Falle zu stellen und somit Personen, Parteien zu schaden, die eine Meinung vertreten, die ihnen nicht passt. Dafür spricht auch, dass ja die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel dieses Video bekommen haben, beziehungsweise das Material bekommen haben. Und das sind, da sage ich mal, zwei Organe medialer Art, die man eindeutig links und dem Mainstream verordnen kann. Die Süddeutsche und der Spiegel, sage ich mal, können mit der FPÖ oder Herrn Strache absolut nichts anfangen und die freuen sich und für die ist es natürlich was Tolles, wenn man der FPÖ und Herrn Strache schaden kann. Und somit ist denen das Material zugespielt worden, weil die Urheber dieses Videos damit sicher gehen können, dass es veröffentlicht wird, weil die Süddeutsche, wie gesagt, und der Spiegel natürlich auch ein Interesse daran haben, der FPÖ, so einer Partei und Herrn Strache eben kurz vor der Europawahl Schaden zuzufügen. Und somit bin ich mir sicher, beziehungsweise ist meine Meinung, dass eine linke Organisation dahinter steckt, die eben hier, man muss es so sagen, es war rechtswidrig, diese Videoaufnahmen, diese geheimen, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, strafrechtlich relevant ist das sogar, aber es ist in irgendeiner Art und Weise geschickt gemacht worden, da ist eine Falle gestellt worden, Herr Strache ist reingelaufen und das haben wir jetzt. Und so ist meine nüchterne Erklärung von diesem Ereignis. Ja. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir jetzt nicht nur eine gewalttätige Antifa auf der einen Seite haben, im linken Spektrum, die gegen andere Meinungen und ja, Meinungen, die ihnen nicht passen, mit Gewalt vorgehen. Nein, wir haben jetzt auch vielleicht eine linke Organisation, zumindest linke Personen, die das eben anders machen, um Parteien Schaden zuzufügen oder Personen Schaden zuzufügen, deren Meinung sie nicht sind. Das ist meine Erklärung, was oder wer hinter so einem Video steckt und kein Geheimdienst und kein Staat und sonstige finstere Mächte. Das ist nicht meine Welt. Und ich hatte es in einem anderen Video auch schon gesagt, Politiker sollten jetzt 2-3 Mal überlegen, egal von welcher Partei, wenn sie irgendwie was sagen, wem sie was sagen, wie sie was sagen. Es ist in der heutigen Zeit mit Videoaufnahmen und so weiter
und in der digitalen Welt überhaupt sehr schnell möglich, wie man jetzt sieht, auf diese Art und Weise Parteien und Personen, deren Meinung man nicht ist, großen Schaden zuzufügen. Wie ist eure Meinung? Was habt ihr für eine Meinung? Wer könnte hinter dieser Videofalle stecken? Meint ihr, es könnte so sein, wie ich es jetzt hier erklärt habe? Oder glaubt ihr wirklich an die Geheimdienste? Oder welche Erklärung habt ihr? Schreibt es bitte in den Kommentarbereich. Würde ich mir sehr gerne durchlesen. Ein Like, ein Abo. Es wäre so wunderbar, wenn ihr für mich hättet. Würde mich freuen. Bis die Tage. Ja, das war's schon. Macht's gut und tschüss.